Damit ein Film bei allen Zuschauern gut ankommt, bedienen sich Drehbuchautoren oftmals gewissen Tricks. Ein sehr berühmter davon wurde von Blake Snyder in seinem Hauptwerk niedergeschrieben und anschließend aufs Cover gedruckt. Save the Cat, zu Deutsch Rette die Katze. Zuschauer sollen mit dem Helden mitfiebern. Dazu müssen sie eine Bindung zu ihm aufbauen, weswegen sich viele Filmemacher eines gewissen Tricks bedienen. Sie lassen den Protagonisten eine Katze retten. Natürlich nicht wirklich. Vielmehr ist damit gemeint, dass der Held des Filmes erst einmal beweisen soll, dass er wirklich gut ist. Denn so sind wir eher bereit, uns mit dieser Person zu identifizieren, was essentiell wichtig für den Erfolg der Geschichte ist. Am besten eignet sich hierbei, wenn der Held jemanden rettet. Blake Snyder entschied sich für die Katze als Beispiel, da wir Menschen zu Haustieren schnell eine Bindung aufbauen, ohne diese näher kennen zu müssen. Vor allem, wenn sie in Gefahr sind. Dennoch sollte man als Erschaffer der Geschichte lieber keine Katze nehmen, da dies bereits viel zu oft verwendet wurde und in Bezug zum allseits bekannten Ratgeberbuch auch ziemlich faul wirkt. Bei den großen Filmwerken findet man immer wieder Beispiele, wo das Schema verwendet wurde. So erfährt der Zuschauer in Batman 1989 schon gleich am Anfang, wie toll der Protagonist ist, als er die Verbrecher verjagt. Im allseits bekannten Film Harry Potter und der Stein der Weisen rettet Harry eine Schlange aus ihrem elenden Dasein in Gefangenschaft, wofür sie sich sogar bedankt. Manchmal jedoch wird wirklich eine Katze genommen, wie in Die Unglaublichen, wo Mr. Incredible eine Katze vom Baum schüttelt. Und in Hubie Halloween rettet der herzensgute Hubie eine Katze vor dem Überfahrenwerden. Da letzteres ein recht neuer Film ist, wurde dieses Element vermutlich bewusst eingesetzt, um in die Richtung all jener zu zwinkern, die mit dem Buch vertraut sind. Regisseuren ist es aber auch möglich, mit diesem Element zu spielen. Die Serie House of Cards zum Beispiel beginnt damit, dass ein Hund überfahren wird. Der Protagonist Frank Underwood beschließt daraufhin, das Leiden des sowieso sterbenden Tieres zu verkürzen und es umzubringen. Auch hier wurde das Schema Save the Cat verwendet, allerdings auf die charakteristische Underwood-Art, die dem Zuschauer gleich suggeriert, dieser Mann tut Gutes auf seine ganz eigene, kalte Weise. Ihr seht also, mit dem Rette die Katze-Element wird oft in den verschiedensten Formen gearbeitet, auch wenn es eigentlich immer dem gleichen Zweck dient. Es soll uns dem Hauptcharakter näher bringen und schon direkt einen Einblick in seine Moral und Selbstlosigkeit schenken. Es ist einer von vielen Tricks, um Zuschauern einen Film zu fesseln. Und vielleicht entdeckt ihr ja jetzt auch in der ein oder anderen Geschichte, dass er hier in seiner einfachsten Form verwendet wurde. Doch sollte wirklich ein Filmemacher ernsthaft der Meinung sein, den Protagonisten eine Katze retten zu lassen sei immer noch originell, ist er für mich geblockt.